Ich rede heute vom geistigen Führer. Es gibt einige Menschen hier, die glauben, sie hätten einen geistigen Führer, der sogar heißt Jesus und der sogar heißt Erzengel Michael. Wie absurd das ist, möchte ich Ihnen nun mitteilen. Obwohl sich diese Jenseitigen so nennen, verwirren sie natürlich jetzt die Erdenmenschen in ihrem Tun. Nun, warum ist es nicht möglich, dass ein Hoher, ein Lichtgesandter, ja sogar Gottes Sohn Jesus selbst den Menschen führen kann? Es wäre ja eine zu große Kluft zwischen dem Menschen und dem Höchsten. Auch geistig Urgeschaffene wie Erzengel Michael sind nicht dazu da, für den Menschengeist neben sich zu führen. Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir noch Schwere haben und wir haben natürlich auch Geist, aber unsere Schwere ist es, die nun angehoben werden muss und deshalb ist ein geistiger Führer höchstens eine halbe Stufe höher als wir selbst. Ja, dass sich nun ein Führer aus dem Jenseits so nennt, wie Jesus, wie Erzengel Michael und noch weitere, ist nur Unzulänglichkeit dieser Führer selbst, die eben auch noch zu schwer sind und dies und jenes an sich haben, was noch dunkel ist. Ihr, die ihr das glaubt und ihr glaubt, ihr hättet solche Führer, dann seid ihr im Irrtum. Achtet auf all das, was euch geschieht, innerhalb einem halben Jahr und ihr werdet erkennen, es kann nicht sein, dass der von höchsten Höhen kommt. Denn ihr bleibt da stehen. Ja, ihr bleibt stehen. Ihr bleibt so lange stehen, wie dieser geistige Führer bei euch bleibt. Würdet ihr euch aber bewegen geistig, kämen neue Aufgaben auf euch zu, ganz neue Aufgaben und feinstofflicher Art, nicht dieser irdischen Art, wie ihr euch das ausdenkt. Sie kommen feinstofflich und ihr müsst geistig in den Höhen des starken Kämpfertums. Ihr seid dann viel herausgehobener, als ihr jetzt seid. Nun, der geistige Führer, wichtig ist es, dass ihr erkennt, dass es der geistige Führer ist, der neben euch ist und der euch mahnt, euch auffordert manchmal, aber vor allem mahnt. Ihr solltet den geistigen Führer immer im Vornherein erbitten um etwas. Ihr bittet ihn um, ihr habt einen Wunsch. Ja, ihr habt einen Wunsch und dass ihr ihn bittet, dass nun dieser Wunsch auch in Erfüllung geht. Und er begleitet euch auf diesem Wunsch. Er macht keine Zauberei und er macht auch keine Wunder für euch. Er wird euch an der Seite so lange begleiten, bis ihr diesem Wunsch, eures Wunsches nachgeht. Und dann begleitet er euch eine Weile und geht dann wieder. Denn dann ist es für ihn erledigt. Und so kommt wieder ein neuer Führer. Geistige Führer sind oft nicht lange bei uns. Es kommt darauf an, wie der Mensch sich geistig bewegt. Wenn er sich geistig immer auferschwingt und hat immer neue Aufgaben, der Menschengeist, dann kommt auch wieder ein neuer geistiger Führer. Der geistige Führer ist also eine halbe Stufe höher als wir. Er hat unsere Schwächen, gleichwo, hat er schon abgelegt und kann uns deshalb führen, damit wir diese Schwächen nicht wieder machen. Es geht nur um Schwächen. Wenn ihr erwartet, dass der geistige Führer euch in ein neues Bewusstsein führt, dann dürft ihr ihm das mitteilen als Wunsch, dass er euch dahin führt,
und er wird es tun. Aber ihr müsst auf ihn zugehen. Er kommt nicht von alleine zu euch, denn er hat andere Dinge zu tun auch, als dauernd um euch zu sein, um die Menschen herum zu sein. Und ja, und er kommt dann auch manchmal mit, ganz unerwartet, und taucht dann auf und musste eigentlich nur da sein, nicht für mich, sondern für den anderen, den ich dann erwarte. Und dann ist er einfach schnell da und kann auch lernen und kann geben und freut sich auch an anderen Menschen, die auf dem Weg sind. Aber in erster Linie ist es doch, dass der Mensch die Ähnlichkeit seines wahren Ichs anlockt. Die gleiche Art kommt zu ihm als Führer. Und darum ist er ja auch ein Führer. Er kann ja führen, weil er das alles schon erlebt hat. Sei es Neid, sei es Missgunst, sei es Süchte, gleich was. Er hat all das schon erlebt. Und darum steht er neben euch. Ihr dürft euch immer an ihn wenden. Er wird euch immer Stichworte geben, wo es lang geht. Aber ihr müsst ihn fragen. Es kann sein, dass ein hoher Berufener hier auf der Erde, ein ganz hoher Berufener, und es sind nur wenige, denen wird aus lichten Höhen, rein geistigen Höhen, wird einmal ganz schnell ein geistiger Führer daneben gestellt, aber nur für eine kurze Zeit, vielleicht für 5 Minuten. Länger hält es der Mensch nicht aus. Bitte nehmt das auf, träumt nicht. Träumt nicht von Dingen, die nicht möglich sind, gesetzmäßig nicht möglich. Dieser geistige Führer, dieser hohe Geist, kommt vielleicht 5 Minuten an die Seite eines Menschengeistes. Länger hält es der nicht aus, weil da kommt so viel Licht mit. Das ist ja nicht nur ein Besuch, der einfach so kommt und geht. Das ist ja eine Lichtquelle, eine riesige Lichtquelle, wo sich der Mensch nicht mehr vorstellen kann. Das ist wie ein Blitzschlag, Nur der dauert dann an, 5 Minuten. Seid dann auf der Hut. Dann will ich dann euch sehen, wie ihr in die Knie geht. Ha. Und wenn dieser hohe Geist neben euch steht und der teilt dann etwas mit und ihr tut es, ihr setzt das um, dann seid ihr ein Auserwählter. Ihr seid in der Berufenheit ein Auserwählter. Diese bekommen ab und zu, während ihrer Berufenseinzeit, bekommen sie zur Auserwähltenheit hin, bekommen sie Besuche. Vielleicht alle 2 Jahre oder jedes Jahr, je nachdem, was der Mensch innerlich noch zu verarbeiten hat. Denn der Mensch ist ja immer noch vollgestopft mit Schwerem, mit über Jahrtausende angesammeltes Schweres, sagen wir, auch Karma, was sich ja auch wiederum ablöst. Aber es geht nun darum, dass der Mensch, währenddem, dass er also berufen ist, hat er auch seine Mühen und Freuden. Und er kann also stärker werden in Dingen, die, an denen er sich noch reibt oder an denen er sich auch erfreut, natürlich. Er wird reifen bis zum Zeitpunkt, wo er auserwählt wird. Und dann kommt tatsächlich ein hoher Führer. Aber auch euer Führer ist doch dabei. Der geht nicht weg. Er kann dann lernen und kann euch begleiten. Er kann mitreifen. Ja, reift dann mit, euer geistiger Führer, der jetzt neben euch steht, jetzt in dieser Stunde. Er reift mit und er kann glückselig mitgehen. Überhaupt ist das ein großer Segen, ein Gottessegen, den wir jetzt erleben dürfen.
jetzt in diesem Ringschluss. Alles war vorher nicht möglich, da der Menschengeist noch nicht wach war für diese Eindrücke, für dieses Wissen. Ich wollte gar nicht so viel reden heute. Ich habe dann gefragt, mein geistiger Führer, ob er noch Stichworte hätte, weil ich weiß nicht, von was reden heute. Und schon kam er und gab mir das. So einfach ist es. Sehen Sie, es ist so einfach. Und alles ist einfach. Auch der Beruf wird einfach. Auch das Geld verdienen wird einfach. Stellen Sie vor, Sie sind immer in dieser Ausgeglichenheit, in der Kraft eures Seins, in der Kraft der Schöpfung. Ja, ihr spürt dauernd den Schöpfer. Nicht ihr ahnt ihn, nein, ihr spürt ihn. Ihr empfindet dauernd seine Kraft, die von oben fließt. Nicht durch die Bäume, nicht das meine ich, durch die Natur, nein, das ist ein gehobenes, rein geistiges Licht, das ihr dauernd empfangen könnt. Und dann seid ihr ausgeglichen, ihr seid in der Ruhe und ihr seid in der Allmacht. Ihr steht in der Allmacht Gottes. So einfach. Ja, der geistige Führer, er gibt uns wie ein Geleit, wenn wir uns ihm anvertrauen, wenn wir auf seine Stimme hören. Dann sind wir wie in einem Geleit und es kann uns nichts geschehen. Unglaublich. So eine Gnade. Wir erhalten jetzt so eine Gnade aus den lichten Höhen. Durch diese Wellen, von denen ich schon sprach, gibt es in der Tole, im Tale dieser Welle, also im Runtergehen der Welle, gibt es dann immer ein Ausruhen. Ihr könnt immer wieder ausruhen im Tal dieser Welle. Und ihr sollt auch ausruhen. Und dann tut ihr einfach mal gar nichts. Ihr denkt auch nicht. Und dann, wenn die Welle wieder anhebt, wenn sie wieder ansteigt, dann geht mit voll. Dann geht mit allem. Mit eurem ganzen Sein. Geht mit. Das ist Glückseligkeit. Die Menschen, die nun gefangen sind, von ihren Führern, an die sie glauben, Jesus, an die sie glauben, Michael und so weiter, und gibt es so viele, die sind auf der gleichen Höhe ihres Bewusstseins, diese Führer. Und sie können nicht mehr geben, wie der Erdenmenschengeist selbst aufnimmt. Er kann also nur die Schritte mitteilen, die er selbst schon gewählt hat, eigentlich der Mensch. Und die werden dann bekräftigt, mehr nicht. Während der geistige Führer, der wahre, der richtige geistige Führer, der ja auch schon auf der Erde gelebt hat und der ja ein Teil von uns auch ist, ein kleiner Teil, aber er ist schon für sich und er hat das alles schon erlebt. Der kann uns führen und der wird uns führen, weil er eine halbe Stufe höher ist im Geistigen als wir. Im Erleben und in der Erkenntnis. Er ist so weit gereift, dass er uns tatsächlich führt. Er ist ein geistiger Führer. Also, ich kann euch nur sagen, lasst ab. Gebt dem geistigen Führer, der sich Jesus nennt und der sich Erzengel Michael nennt und die vielen anderen auch noch, gebt dem den Laufpass, damit ihr wieder frei werdet. Geht in die Natur und sucht euren wahren geistigen Führer. Er kommt dann, wenn ihr euch gereinigt habt von diesen Schlacken, selbstgefälligen Schlacken. Ja, es ist Selbstgefälligkeit. Da kommt der Jesus daher. Ach. Wow.
Was, du hast einen Jesus? Ach, so schlimm. Eigentlich ist es schon Verleumdung. Eigentlich ist es schon Ketzerei. Es ist eine Heuchlerei. Es ist schlimm. Ganz schlimm, was der Mensch sich da einbilden lässt. Es ist reine Einbildung. Würde Jesus kommen, dieser Erdenmensch, und dieses Morgen früh um 9, er würde zergehen. Er könnte es nicht aushalten, diese Lichtquelle von Jesus. Es geht gar nicht. Versteht ihr das? Es geht einfach nicht. Es ist nicht möglich. Wir sind anderer Art. Als Jesus auf Erden war, da hat er viele Hüllen umgelegt. Durch alle Schöpfungsteile musste er einige Hüllen umlegen, damit er einigermaßen so stofflich war wie wir. Er hatte wesenhafte Hüllen umgelegt. Und nur durch das konnte er den Menschen überhaupt begegnen. Wäre er aus dem Licht direkt zur Erde, dann hätten wir uns starke Brennungen zugefügt. Ja, er hätte wahrscheinlich, das geht einfach nicht. Diese Lichtquelle, diese Lichtkraft geht nicht. Das hat mit der Lichtkraft zu tun und auch mit der Lichtgeschwindigkeit. Also der Mensch wäre zergangen. Dass nun der Mensch heute sich verführen lässt von diesen falschen geistigen Führern, ist ein Teil davon. Aber es sind meistens so feinstofflich esoterische Menschen, die glauben, sie sind auf dem Weg, aber sie lassen sich verführen. Tja, sie gehen dann falsche Wege. Manchmal kommt einer und in ihre Nähe und will sie wachrütteln, diese Menschen. Manchmal kommt einer und aber hat keine Chance, weil sie hängen zu sehr an diesen falschen Führern. Es ist eine Bereicherung oder eine Selbstberäucherung. Ja, sagen wir Selbstberäucherung, der sie sich etwas antun und in der sie immer schwerer werden. Diese Menschen werden also immer schwerer. Sie können noch so lichte Dinge tun und irgendwas tun, aber sie werden schwerer und ermatten. Traurig, traurig. Ja, so viel zum geistigen Führer. Ihr Markus Bösch.